Sebastian May reckt den Pokal in den Himmel von Wiesbaden. Der Meister der dritten Liga 2021 heißt SG Dynamo Dresden. Und Dresden ist der zweite Verein, der sich das Ding zum zweiten Mal neben dem VfL Osnabrück in die Vitrine stellen darf. Hi, wie gefällt Ihnen das Ding? Ja, schön. Ist schwer. Aber ich glaube, der emotionale Wert ist schon ein bisschen mehr wert als das Ding hier allgemein. Ich glaube, es ist wirklich schwer, irgendwie das alles in Worte zu fassen. Ich glaube, das muss man erstmal so ein paar Tage auch sacken lassen. Wir haben die ganze Saison hart dafür gearbeitet, haben hart dafür gekämpft. Boah, ich glaube, dass wir einfach einen unglaublichen Charakter in dieser Mannschaft haben. Das hat man auch heute wieder gesehen, nachdem wir letzte Woche den Aufstieg klar machen und feiern natürlich. Zeigen wir dann heute nochmal so eine Leistung, wo es eigentlich in Anführungsstrichen nur um diesen Pokal geht. Und das ist schon außergewöhnlich. Ja, es müssten noch mal 90 Minuten gegangen werden in der dritten Liga, bevor man hier feiern durfte. Man war zu Gast beim SVW in Wiesbaden, aber Alexander Schmidt hat gesagt, nach der Aufstiegsfeier, die Jungs waren brutal effektiv im Training und motiviert. Genauso wie Pascal Sohm in der 21. Minute. Das 1:0 für Dynamo Dresden, gerade mit der Reingabe. Und dann ist es Sohm in seinem 193. Drittligaspiel. Der Mittelstürmer zeigt, wofür er da ist und legt schon mal eine Hand an den Potz. Man traf sich im Kollektiv zum Jubeln. Auch nochmal beim Trikot von Tim Knipping, der aus Familiengründen heute fehlte. Ja, Rüdiger Rehm hat gesagt, wir nehmen das hier nicht auf die leichte Schulter. Wir wollen im Flow bleiben. Nächste Woche ist noch Landespokal-Finale gegen Steinbach. Da wollen sie auch überzeugen. Einer schaltete kurz ab. Das war nämlich Florian Carstens, der hier die Kommunikation schleifen ließ mit Schlussmann Tim Boss. Aber der Ball ging von ihm an den Pfosten. Gestern wurde er ja fest verpflichtet für die nächste Saison. Glück hier in der Situation für WN Wiesbaden. Tim Boss, der Schlussmann, rettete dann noch vor der Linie. Ja, Halbzeit. Es war klar, dass es hier nicht einfach wird für Alexander Schmidt. Aber es sah alles recht gut aus. Rein in die Halbzeit und wir springen schon rein in die Nachspielzeit. Dann gab es noch mal eine Flanke von Medic. Hier kommt sie und dann Nilsson, morgen hat er Geburtstag, den macht er aber nicht als Präsent. Und Kevin Broll hält den Ball fest, es ist das 6. Spiel ohne Gegentor. Alexander Schmidt als Trainer bislang, also eine weiße Weste. Hier nochmal schön zu sehen, der Kopfball von Gustav Nilsson und die Parade von Kevin Broll. Und dann der Schlusspfiff, Jubel in Dresden, Jubel in Wiesbaden, Dynamo ist Meister. Ich will gar nicht große Worte verlieren. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, was sie heute wieder geleistet haben. Diese Laufbereitschaft, diese Aggressivität. Ja, ich habe die Gesichter gesehen, sie waren jetzt fix und fertig und bis an die Leistungsgrenze nochmal alles rausgehauen. Und da bin ich super stolz. Wenn man Meister ist am Ende, ist man immer die beste Mannschaft der Saison. Da gibt es nichts dran zu deuteln und auch nichts dran zu rütteln. Dynamo hat auch ihre Höhen und Tiefen gehabt, ja, aber eben weniger als die anderen Mannschaften. Und deswegen haben sie es verdient geschafft. Glückwünsche ohne Ende, deswegen schließen wir uns da an. Glückwunsch an den Drittligameister 2021, die SG Dynamo Dresden. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.